Moin und herzlich willkommen im Vlog Nummer 34 auf Hof Gnadental. Wir machen weiter mit der Heuernte. Und ja, und mit der Ernte. Dann wollen wir mal weiter sehen, dass wir hier dann unseren mal schnell hier so Honig beiseite. Dann wollen wir mal weiter sammeln. Das Grasfeld dann haben, dann haben wir auch reichlich gesammelt. Dann haben, müssten wir eigentlich dann auch genügend haben. Für die nächsten Monate. Wenn wir dann dass wir dann unseren Kuhstall sowie unsere Produktion weiter vorantreiben können. Aber wir sind ja noch lange nicht fertig hier mit der mit der Ernte hier. Es kommt viel rum hier, ne? Und vor allem, wir müssen dann auch noch sehen, dass wir die 700.000 noch wieder zurückzahlen, die wir noch an Schulden haben, die wir ja Ende der letzten Folge ja gemacht haben. Aber das sollte jetzt auch kein Problem sein, die nächsten Monate. Oder in den nächsten Folgen, so gesagt. Das geht hier so schnell mit einsammeln hier.
Sehr schön. Dann sind wir aber fast voll, wenn wir da oben angekommen sind. Dann könnten wir hier schon fast noch eine Bahn runterziehen, wa? Oder zumindest eine halbe Bahn. Dass wir zumindest voll runterkommen vom Feld. Sehr schön. Dann müssen wir noch mal sehen, wir müssen noch Stroh noch produzieren, so wie Raps. Das müssen wir auch noch ankriegen. Wie viel an? Siehst du, da haben wir ja schon ordentlich was zusammen. Ja, das dauert halt noch ein bisschen, ne? Kurzes Backup. Wie sieht's denn eigentlich aus mit unseren Produktionen? Sojagetränke voll. Direkt verkaufen. Häckselgut. Ja, fehlt was. Deaktivieren wir mal. Lagern wir erstmal ein. Ja, Wasser könnten wir noch eigentlich dazu kaufen. Wieder. Ja, da haben wir auch noch genug Zuckerrüben da. Sehr schön, sehr schön. Das freut mich. So, jetzt warten wir nur noch darauf, bis die Gerste soweit fertig ist. Wie sieht das denn eigentlich gedüngt aus? Das wollte er ja zuerst ja nicht. Aber da können wir uns ja noch mal reinsetzen. Vielleicht ist das ja noch nicht zu spät. Und könnten dann noch mal eine Düngerstufe noch mal draufsetzen. Na.
Wäre ja super. Naja, da haben wir ungefähr jetzt über der Hälfte haben wir da jetzt fertig. Dann könnten wir ja eigentlich dann nochmal versuchen, nochmal einen Schwader zu schnappen. Haben wir denn überhaupt einen? Nee, da haben wir noch keinen. Schwader. Na, am liebsten würde ich ja so einen Seitenschwader haben wollen. Das ist kein Seitenschwader. Meter 70, ist das ein Seiten? Ja. Den kaufen wir uns jetzt. Ja, er macht noch weiter. So, dann gehen wir mal hier rüber. Tittin. Das hat er natürlich nicht gemacht. Ja. Nun aber. Na, dann können wir noch mal ein bisschen. Dann könnten wir noch mal ein bisschen noch ein bisschen zur Seite kratzen. Alles so gesagt auf eine Seite. Ach, schön, wenn man nichts erkennt hier. Ah, jetzt haben wir die langen Seiten, ne?
muss man echt gucken, ne? Immer wieder zurückfahren, immer wieder zurückfahren. Oh. Bleibt man hier auch noch schön hängen. Super. Aber wenn wir dann so einen schönen dicken Schwatt haben für unsere, dann brauchen wir weniger darum eiern. Müssen wir nur gucken, wo. Wo denn unser Wender schon war, ne? Aber ich glaube, da sind wir schon auf einem guten Wege. Ja. Naja, so breit war er jetzt auch nicht, ne? Aber das ist auch nicht so wild. Auch das kriegen wir zusammen hier alles. Was macht denn unser Helfer? Ach, der ist. Oh, dann scheint die Ernte mit der Gerste dann auch jetzt zusammen zurechtzukommen jetzt. Dann mal ziehe ich hier jetzt noch die Bahn zurecht und dann. Den Rest kann ich so schmal brauche ich dann auch nicht da zu einem Spatt legen, sondern
Kann dann auch gleich den direkt da so loslegen. Dann kann ich da so mit einem Satz dann da so durchziehen. So, dann müsste dann hier, glaube ich, ne? Ja. Dann ziehe ich hier noch einmal längs. Dann sehe ich zumindest den Schwatten beim nächsten Mal dann. So, dann sind wir hier gleich am. Am Ende. Gut, dann nehmen wir den mit für unseren Anhänger. War der Anhänger da so, glaube ich. Oh. Mensch. Weil der Anhänger steht, glaube ich, da irgendwo alleine rum. Fragt sich nur wo. Ach, da hinten. So, den ziehen wir uns jetzt hier mal ran. Ja, alles fertig, glaube ich, ne? Hinten Rad's auch. Naja, dann hat das nicht so viel gebracht. Aber ist nicht so schlimm. Oh, ja, dann können wir ja dann ja. Können wir quasi dann so gesagt weitermähen dann. Wir wollten ja Stroh haben, ne? Dann sollen wir auch Stroh kriegen, ne? Oh, wir haben 1 Million. Das ist auch schön. Dann könnten wir ja die Million. Moment, da. Dann bezahlen wir die. Nein, das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja zurückzahlen. Sehr schön, dann haben wir das nämlich alles bezahlt.
Sehr schön. So, wir sind wieder auf Null. Das ist sehr schön. Die Gerste sollte sein für welche Produktion noch? Wenn ich das wüsste. Saatgut. Okay. Sojagetränke direkt verkaufen. Machen wir. Sehr schön. Aber der Drescher, der läuft mir einen Tick zu schnell. Sehr schön. Aber sehr schön, der ist dann auch. Ey, das geht ja hier wie ein Taubenschlag hier. Das geht recht zügig jetzt. Und ich habe noch hier vorne habe ich ja die doppelte Düngestufe drin. Hier vorne und hier oben. Ey, da kommt ordentlich was runter. Jetzt 36.000 Liter. Bringt schon was, ne? So, ich hoffe, dass wir damit auch Stroh einsammeln können. Aber sollte eigentlich. Ja. Dann können wir damit schön Stroh einsammeln jetzt. Das ist schön.
Da kommt schön was zusammen. Ey, wir haben doch jetzt schon fast 250.000 Liter. Nur durch so ein bisschen. Das ist schön. Das ist Wahnsinn. Die Gerste, die können wir auch dann gleich direkt in die Produktion schmeißen dann. Oder? Güter fehlen, ja. 400.000. Das sollten zwei Anhänger voll sein. Fast zwei Anhänger voll. Da können wir gleich als nächstes ein bisschen was reinschmeißen. Damit eben die Produktion dann im Gange ist. 20%. Nee, das können wir dann, wenn der Anhänger voll ist. Wäre, glaube ich, die bessere Variante. Sehr schön. Aber den machen wir jetzt mal schnell voll. Schmeißen die aber zumindest in die Produktion rein. Damit wir da schon mal Stroh rumliegen haben, weil der ist auch leer für Mineraldünger. Brauchen wir halt nicht viel, ne? Aber zumindest machen wir den voll und dann passt das. Siehst du, da haben wir schon ordentlich. Ja, da wird noch ein bisschen was runterkommen. Für uns zum Vorteil, ne? Sehr schön. So, dann würde ich sagen, dann machen wir hier einen Cut und die Ernte machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Die Mäharbeiten werden dann auch in der nächsten Folge weitergehen. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Aber auf jeden Fall Abo da lassen, Däumchen da lassen, weiterempfehlen, abonnieren, das kostet gar nichts. Nur ein bisschen, ganz bisschen, ne, eurer Zeit. Aber das tut nicht weh. Dann würde ich sagen, wir sehen uns. Bis denn. Ciao, ciao.